Bunt und friedlich haben tausende Demonstranten in Hamburg die Proteste gegen den G20-Gipfel eingeläutet. Unter dem Motto G20-Protestwelle fordern sie Engagement für Klimaschutz, eine gerechtere Globalisierung und demokratischere Entscheidungen. Auch viele Familien nehmen an der Demonstration teil. Zu der Protestveranstaltung gehört auch eine Bootsdemo auf der Binnenalster. Die Veranstaltung verläuft einem Polizeisprecher zufolge absolut friedlich. Wir wollen den Protest gegen den G20-Gipfel unterstützen. Wir wollen, dass die Politiker zwar miteinander reden, aber dass sie über die Themen so reden, dass sie die Interessen von uns als Bevölkerung wahrnehmen. Aufgerufen zu der Kundgebung hatten unter anderem der DGB, Greenpeace und Campact. Nach Polizeiangaben kamen etwa 8000 Demonstranten zusammen. Die Veranstalter sprechen von mehr als 18.000 Teilnehmern. Die Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer treffen sich am Freitag und Samstag in Hamburg. Zehntausende Gegendemonstranten aus verschiedenen Lagern werden erwartet, darunter auch bis zu 8.000 gewaltbereite Linksextremisten. 19.000 Polizisten sollen den Gipfel sichern.